Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, jetzt habe ich Kamek genug verprügelt, willkommen zurück. Och nö, drei Wege und abermals eine unausgeschilderte Weggabung. Alle guten Dinge sind drei. Mathelysium könnte wirklich einen Forst auf sich gebrauchen, dann wäre im Forst auch Sicht. Und diesmal gleich drei Wege, was sollen wir tun? Wir gehen hier lang. Aber junger Herr, doch nicht einfach aufs Geratewohl, so werdet ihr doch nie sauber. Unsere Wahl will reiflich überlegt werden, alles andere wäre töricht. Ganz genau, deshalb habe ich mir nämlich reiflich überlegt, dass das hier der richtige Weg ist. Und ich weise untertänigst darauf hin, dass dies der richtige Weg ist. Ich vertraue Kamek. Ja, komm, Kamek, ich vertraue dir. Ah, nimm das. Brechen wir auf. Es wird sich nicht als Fehler herausstellen, Kamek zu vertrauen. Ja, wenn er kennt und dann kriegst du, ist das Instant Game Over. So könnten wir aber eigentlich die Wege prüfen, wenn er bei jedem Weg rauskommt. Wir wissen auf jeden Fall, links fängt er einen zu jagen. Vertrauen wir diesmal Olivia. Dann sehen wir, ob man wirklich bei jedem Weg gejagt wird. Klippe! Es ist schrecklich, bitte verzeih mir, Mario. Ich war mir wirklich super sicher, ich schwör's dir. Ja, Gefühle sind kein Fundament für zielführende Wegplanung. Daher baue ich das Haus meiner Entscheidungsfindung stets auf dem harten Granit eisigen Kalküls. Bitte spring in den Abgrund. So, jetzt will ich aber noch wissen, was bei Bowser Juniors Weg rauskommt. Wenn es der falsche ist, dann haben wir halt einfach Game Over und das war's. Dann können wir einfach da neu starten und dann können wir Kameks Weg folgen. Ich denke mal, dass Kameks richtig ist, aber ich will noch wissen, was bei Bowser Junior rauskommt. Dann komm. Ich weiß alles im Weg. Wen kann ich am besten? Na los, Mary, mir nach. Ich habe garantiert recht. Ja, da, das kannst du noch lange deinem Vater erzählen, dass Mario das getan hat, was du von ihm wolltest. So, jetzt rasch jetzt da oben. Sackgasse. Ja. Also man sollte da wirklich den ganzen Weg über nur Kamek vertrauen. Aber wir wollten ja wissen, was bei den anderen Wegen rauskommt. Jetzt werde ich halt wieder gefressen und das war's. Wer von denen schreit eigentlich da wie ein kleines Mädchen? Ich tippe auf Bowser Junior. Also dann nach links. Kamek natürlich war richtig, sagte ich ja von Anfang an. Ich wollte einfach nur wissen, was bei den anderen Wegen rauskommt, wenn ich den einen schon verkacke. Und diesen Pappmaschee-Kettenhund müssen wir bestimmt noch bekämpfen. Rennen, 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 rennen. Da passt er zum Glück nicht durch. Hilfe, seht euch nur dieses entsetzliche Monster an.
Nein, ich kann nicht mal hinsehen, das ist einfach zu furchtbar. Das war also das Raschenskern. Du liebe Güte, für das Maul dieser Monstrosität finde ich keine Worte. Er ist komplett außer Kontrolle und greift sicherlich jeden an, der sich ihm nähert. Doch für den Moment sollten wir sicher sein. Ja. Seht ihr, es klemmt unrührbar unter diesem Riesenast fest, welchem wir rasch von hier, ehe sich seine Verklemmung noch lösen, verlassen sollten. Nehme ich mal an. Kamek schafft den Sprung nicht, aber teleportiert sich natürlich. Er ist ja Magier. Und wir haben den Quell erreicht. Ja! Endlich, wir haben es hinüber geschafft. Jetzt bin ich erleichtert. Ach, wie bin ich doch reif für ein hübsches, entspannendes Bad im Grün. Oh, aber bevor wir aufbrechen. Du hattest jedes Mal recht mit dem Weg, Kamek. Wie hast du das gemacht? Das war einfach großartig. Ja, voll komisch. Hast du eine Zauberbrille auf, du Schummler? Zauberei, Schummel trägst. Ich muss doch bitten. Ich erkannte, dass beide Beschlüsse auf Ivans der Unlogik fußten und das Gegenteil. Was logischerweise Logik bedeutete, soll ich knallhartes Kalkül war stets mein bester Begleiter im Leben. Das und selektive Rückzüge zur Konfliktvermeidung. Ach, und Talent fürs Verstecke finden. Moment, heißt das dann nicht, dass wir dir immer die Lösung vorgegeben haben? Hätten wir nicht falsch gewählt, hättest du doch gar nicht das Gegenteil davon tun können. Haha, da hat sie dich erwischt. Ich glaube, Kamek ist das einfach nur zu albern, was die beiden treiben. Ich muss aber bestimmt noch gegen den Kettenhund antreten. Endlich der große Baum. Ach, ist das irre. Ich habe hier schon einige Riesenbäume gesehen. Gar nicht lange her, aber das ist der größte von allen. Ja, ja, sehr baumlich. Doch schaut mal dort am Himmel. Ist das nicht noch ein Baum? Und es fließt Wasser davon hinab. Fast so, als würde dort ein heiß erquickender Quell sprudeln. Hui, wie sollen wir denn da hinkommen? Das ist ja fast so, als wollte jemand nicht, dass wir zu der Quelle gelangen. Vielleicht könnten wir die Lage von einem höher gelegenen Ort besser überblicken. Ja, da hängt ja die Leiter etwas zu hoch. Herrje, wenn ich nun nicht von solch kleiner Statur wäre. Auch für mich bist du der größte Kamek. Trotzdem, wie soll man nur an diese Leiter kommen? Vielleicht hier gegenschlagen? Nope. Hier kann man hoch. Hier sind sehr viele Löcher zum Stopfen. Ein sehr großes Loch zum Stopfen. Ah, so. Wir müssen noch das andere Blättchen finden. Die 10 Münzen lasse ich nicht zurück. Ich habe sie gerettet. Ja, gerettet, Leute. Sie wären ohne mich gestorben, die 10 Münzen. Hier ist auch nochmal ein Loch. Hier gehen die Schnipsel aus. Muss einen kleinen Kampf eben kurz machen. So, Leute. Ich habe meine Schnipsel. Hab einen versteckten Block. Und sagenhafte Stiefel. Wo soll ich mich beschweren? Genau, nirgendwo. Ich habe sogar noch ein Stempelhäuschen. Das macht mich froh. Spiel, wo soll ich gerade genau genommen hin? Einfach hier runter? Oh, ich bin blind. Ich bin sowas von blind. Runter damit! Dann klettern wir hoch. Da oben sollte uns der Kettenhund nicht kriegen können. Weil mir ist nicht bekannt, dass ein Kettenhund... Ein Kettenhund klettern kann.
Wirklich, sowas geht nicht. In Kettenhund kann ich klettern. So, nach unten gibt es bestimmt auch noch was. Ja, ein Loch zum Stopfen. Oh, ich habe alle Löcher repariert. Darauf hüpfe ich den Weg. So, da kann ich speichern. Das ist immer ein gutes Zeichen. So, rechts oder links? Links. Hä? Ach du Scheiße. Du kannst doch klettern. Hilfe. Ah, sogar klettern kann das Ding. Ist man jetzt nicht mal mehr auf Bäumen sicher. Wenn man all das auf sich nehmen muss, nur um zur Quelle zu gelangen, dann ist dieser Wald kein besonders freundlicher Ort. Gemerkt, du gemeiner Fiesling, wieso läufst du einfach weg, ohne uns was zu sagen? Du hättest ja mal ängstlich quietschen können oder so. Pardon, das war eine von meinen erwähnten selektiven Rückzügen. Dabei gibt es keine Zeit zu verlieren. Doch wir ziehen sozusagen alle an einer Luftschlange. Auch nörgert ihr nicht ständig an mir herum wie manch andere. Ich gelobe also Besserung. Oh, in Ordnung. Das war ja einfach... vielleicht solltest du in Zukunft mein Saubermeister sein, Kamek. Putz mein Schloss. Hihi, gefällt mir. Der kommt doch jetzt bestimmt gleich wieder, der Kettenhund. Hilfe! Olivia, jetzt hast du mich auch im Stich gelassen. Spring ins Nichts. Du blödes Viech. Tut mir leid, Mario. Ich hatte so viel Angst, dass ich Kameks selektiven Rückzug auch mal ausprobiert habe. Eine ungemein patente Survival-Technik, die man schon bald nicht mehr missen möchte, nicht wahr? In jedem Fall haben uns sicher kopfloses Türmen sowie Marios beherztes Manöver wohl gerettet. Wir sind am Ziel. Das Viech kommt doch safe nochmal wieder. Und es wird mich dann nochmal fressen wollen. Dieses blöde Mistding. Und irgendwie fehlt es dieser Quelle an der Quelle. Oh, das sind ja Gäste. Hey, hallo, kommt mal rüber. So gern würde ich euch in unserem fabulösen Quell des Urwaldes willkommen heißen, aber der liegt leider trocken. Ja, da ist ein Stöpsel weg. Stöpsel für den Ausfluss kam nämlich abhanden, tja, und da ist leider gerade Essig mit dem Baden. Das ist doch, ich muss doch, das ist ja eine Unverfrorenheit. Reißende Hängbrückende. Reißende Dschungelbestien und das... Ich lege meinen unfreiwilligen Dienst mit sofortiger Wirkung nieder. Mario, finden wir diesen Stöpsel, dann nehmen wir ein Bad und entfliehen von hier. Das ist wirklich schon ein bisschen unverfroren, dass man so leiden muss und dann kriegt man nicht mal das schön heiße Quellwasser. Für das man sich so hart durchgekämpft hat. Warte mal, ich muss mal eben kurz meine Schnipsel wieder auffüllen. Das ist gerade wichtiger. Ich muss zumindest in den grünen Bereich wiederkommen. Kommt, noch ein paar Schnipse mehr. So, jetzt bin ich wieder im grünen Bereich. Jetzt bin ich glücklich. Oh, hier ist ein Spike. Wollt ihr runter von der Insel? Nein, noch nicht. Wir müssen des Rätsels Lösung hier erstmal noch finden. Ich will nicht umsonst gelitten haben. Sucht ihr auch einen Badestöpsel? Also hier ist schon mal nicht. Aber irgendwas an diesem Stück Wiese kommt mir komisch vor. Ziehen! Jetzt weißt du, was dir komisch vorkam. So.
stirbst du da und jetzt muss ich wahrscheinlich vorne draufschlagen. Und aus irgendeinem Grund kommt mir gleich bestimmt der Kettenhund entgegengeflogen. Spitze, das habt ihr gut gemacht. Dann kann ich mir diesmal den Betriebsantrag ja sparen. Das Becken dürfte bald voll sein. Schlagt einfach etwas Zeit tot und tut, was euch Spaß macht. Kamek macht Putzen Spaß. So Leute, der Quell ist voll. Es darf gebadet werden. Verzeihung nochmal für, na, irgendwie alles. Ich sag, sei voraus, dieses Viech kommt nochmal wieder. So, Quell der Reinheit, go! Endlich weg mit dem Dreck. Und hinterher will ich eine Schaumpolitur für meine Clownkutsche. Jawohl! Dieser Fahrt hinten kann ich hier gar nicht. Junger Herr, wie schmutzig seid ihr denn genau? Ihr bleibt ja äußerst lange auf Tauchstation. Na, wie sehe ich aus? Ein Traumergebnis. Das ist ja eine Reinigungswirkung wie aus der Reklame. Ich bin so froh, allein der Gedanke, euch eurem Herrn Vater schlammig und verschmutzt zu präsentieren. Oh, um nicht zu sagen, ah, du siehst ja gut aus, wie ich mich gerade fühle. Und habe ich schon erwähnt, wie weich meine Falten jetzt sind? So weich. Das freut mich für dich, Olivia. Gut, wollen wir dann so langsam das Bad verlassen? Junge Herr, ihr seid geil. Euer Farbenkleid ist ein giftig greller Brillanz nicht mehr zu überbieten. Wollen wir nicht aufbrechen? Nö, keine Lust, hier gefällt es mir. Ich will nochmal. Jetzt badet er auf einmal freiwillig? Junge Herr, sputet euch doch. Zu langes Baden sollte auch der Haut schaden, soweit ich. Und es hat alle Farbe verloren. Wie seht ihr nur aus, junger Herr? Nach all der Arbeit, all der Mühe, euch zu kurieren. Dann seid ihr fahl wie ein packungsfrisches Butterbrotpapier. Wie hat er denn jetzt die Farbe verloren? Ja, ist doch komisch, Kamek. Ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Ich habe noch nicht mal Lust auf irgendwas zu haben. Das hat euch nicht nur die Farben weggebleicht, sondern jeglichen Elan gleich obendrein. Welch Unheil wir diesem Quell zu verdanken haben. Unheil und einem puren tief reinen Turn. Und zu einem Überfließ war dies auch noch der letzte Quell. Was machen wir jetzt nur? Hört mal, wir waren doch jetzt bei allen heißen Quellen. Sollen wir uns den letzten Stempel und mal nachsehen, was das für ein Preis ist? Hoffentlich war es irres Tolles. Das ist mir der Laden hier schuldig nach der ganzen Baderei. Echt, nun ja, ich will mich fügen. Auch wenn ich mir absolut nicht vorstellen kann, was das für ein Preis ist oder warum uns jetzt nützen sollte. Aber es schadet wohl nichts, wenn wir ihn am Empfang abholen. Dort kann ich mich ja auch gleich ob der Zustände hier beschweren. Wo ist der Stempel? Da vorne. Weißt du, eigentlich müsste ich einen Geldpreis kriegen für den Scheiß gerade eben. Toll, ihr habt alle Stempel. Dann geht schnell zum Eingangsschalter und auch einen Gewinn abholen. Ja, ich freue mich auch. Ja, so kommt man von der Insel runter. Ich denke mal, das Vieh ist doch irgendwie in den Abgrund geflogen. Oder wir sehen es nochmal wieder im Schloss. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder zurück. Nochmal gehe ich da nicht durch. Zumindest nicht jetzt. Das mache ich in meiner Freizeit. Da muss ich mich dann auch weniger aufregen. Ich würde sagen, wir holen den Preis tatsächlich beim nächsten Mal, weil ich habe gerade geguckt, wie lange ich schon aufnehme. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüss.